Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Might and Magic 6 mit mir, dem Captain. Und ich spiele im Tempel von Zanza. Und das Ganze ist irgendwie so rund, würde ich mal sagen. Hier könnte man da oben auch noch weitergehen. Ich würde mal sagen, ich gehe den Rundlauf weiter und schaue mir dann den Rest erstmal anders an. Dann machen wir erstmal den Außenring. So. Genau. Da fällt mir ein. Das ist ja mal besser. Und den See könnte ich da eigentlich auch verteilen mal, ne? So. Mensch, was ist denn los mit dir? Warum kriegst du denn so viel aufs Maul hier? Schon wieder irgendwas kaputt? Was ich nicht gesehen habe? Nummer 2, du bist vergiftet, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Du vergiftet bist. Und der ist auch vergiftet. Klasse. Und was ist das hier? Ein Schalter. Gut, ein Schalter. Wir haben ihn umgelegt. Ein Einzelner, der hier rumschwimmt, oder doch nicht? Ja, ich muss die Steinhaut mir wieder dran machen. Schon ist doch alles viel besser, ne? Hui, Knochen, 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 Knochen. Die kann ich alle in Freehaven verkaufen. Diese ganzen Knochen. Ja, da waren wir schon. Moment. Da war noch ein Weg hier lang. So, kaum habe ich die Steinhaut, gibt es auch kaum noch irgendwelche Beschwerden, ne?
Okay. Nichts. So, jetzt gehen wir zurück den Weg hier oben rum. Den Schalter haben wir benutzt. Ach, da ist noch ein Schalter. So, was passiert jetzt? Keine Ahnung, was passiert, auf jeden Fall. Ich muss mal wieder hier Steinhaut machen. Und sägen. So. Ist hier alles an Schlangen und alles drin ist, ne? Mensch, hier geht's ja weiter. Ja, da kamen wir doch her. Genau. Hier kamen wir doch her. Genau. Statt geradeaus hochzugehen, bin ich halt unten rumgegangen. So. Ach. Ach, jetzt kann man ihn benutzen, okay. Jetzt kann man ihn benutzen. Das geht nicht anders, ne? So, wir killen die Leutchen da. So wie wir können. Viel zu viele da unten drin. So, und hier kann man auch hoch. So.
Hier kommt man doch auch hoch. Und jetzt? Hier sind noch weitere Knochen. So, 3, super. 4, noch einer. Noch ein Knochen. Mensch. Ich muss ja nur noch in diese Mitte vordringen, ne? Das geht nicht auf. Warum geht das nicht auf? Weil was? Ah, da. Da gibt's eine Tür. So. Steinhaut. Aha. Hey. Okay, wir machen Inferno. Das. Und so, und alles dreimal Inferno und alles ist tot. Alles klar. Noch nicht ganz. Da hinten ist noch einer. So. Der musste nur mal eben stehen bleiben. Oh, und du hast Gift. Resistenz. Gift heilen. Gut. Wie gut, dass ich einen Trank über hatte. Ja. Räumen wir mal ein bisschen auf hier. So, die ganzen Leichen da. So, und jetzt? Ja, und jetzt sind wir hier unten im Kellerverlies oder was? Da geht's noch weiter runter. Oh, eine leere Truhe. Wahrscheinlich leer, damit dort dann eine Falle dran sein kann oder so. Oh. Scheiße, weg hier, Leute. Mensch. Was ist los? Hilfe. Also. Erstaunlich hier. Verstanden. Okay, da war eine Falle dran, die er entschärft hat. Aha. Hier im Bett? Nee, hier ist gar nichts mehr. Hier ist nur das Bett. Hier ist nur das Bett. Also auf jeden Fall ist das hier jetzt kein
Er sagt mir, das ist ein sicherer Ort, ne? Sagt er mir hier drüben auch? Ist das hier jetzt ein sicherer Ort zum Schlafen? Ja, tatsächlich. Okay. Dann. Steinhaut hat sich gut bewährt. Und Seele hat sich auch bewährt. Ah ja gut, den habe ich schon gesehen, genau. Und jetzt geht's nach unten. Und das ist jetzt. Die Tür ist verschlossen. Ja, du hast den Schlüssel. Hallo, wie geht's? Cheryl, Yvonne Fee. Die Fäule. Der westliche Teil des Tals der Heiterkeit hat in den letzten Jahren eine schockierende Verwandlung durchgemacht. Einst war es ein reiches, fruchtbares Farmland, aber jetzt sind alle Pflanzen an das schreckliche Verfäulnis eingegangen und das Wasser ist verbraucht. Alle Tiere sind krank oder tot und alle Menschen sind weggezogen, um genug Nahrung zu finden. Flucht. Hallo? Bitte hilf mir aus dem Tempel zu entkommen. Ich möchte nicht sterben. Okay. Gut, ja natürlich, komm ruhig mit. Kannst natürlich mitkommen. Und hier gibt es wohl auch nichts mehr, ne? Ich glaube, es gibt hier nichts mehr. Der ist, glaube ich, entdeckt, erkundet. Dann. Zu wem sollte ich dich eigentlich zurückbringen? Befreie Shell von den Kannibalen auf den Inseln und bringe sie zurück zu Carlo Tomini in Free Haven. Ach so, okay. Nach Free Haven sollte ich dich zurückbringen. Gut, gehen wir erstmal zurück zur Schmugglerbucht. So. Haben wir schon spät? Ne, wir haben 5.33 Uhr am Morgen. Alles klar. 17. Mittwoch. Geschlossen. Ja, ich weiß. Wir warten noch eine Stunde. Willst du etwas kaufen? Ne, wir wollen verkaufen. Modder hier, ne? Ach, du hast auch noch jede Menge Kram. Bis bald! Jede Menge Knochen. Bald bist du hier voll mit Zeug, was man irgendwo hin. Heiliger Becher, Suchgegenstand. Ein Becher von Silber aus Flechtwerk aus Weißgold. Leises, stetiges Summen kommt. Der Öffnung. Okay. Ich weiß auch nicht. Aha. Ich weiß es nicht. Die Krone kann er immer noch nicht identifizieren. Aha. Ich weiß nicht. Die ganzen komischen Sachen. Ich weiß nicht. Nicht identifizieren kann, muss wieder auf den anderen Charakter umgesetzt werden. Aha. Mein normaler. Was kaufen? Nee, nee. Nur verkaufen. Aber
Du willst deine Waffen, ne? Hals. Ja. Wie kannst du nur? Also, wie geht's? Wie geht's? Reaktion 7, das kenne ich. Ich weiß nicht. Oh, die muss toll sein, die Krone. Erkennen, Krone. Träger ist resistent gegen Krankheiten. Okay. Naja, komm, tschüss. Bis demnächst. Und nochmal hier rein. Was du siehst, ist alles, was ich habe. So, die Kräuter können wir auch gerade noch mal verkaufen. Und so, das können wir auch gerade noch mal verkaufen. So. Nein! Na gut, jetzt. Danke, komm bald wieder. Jetzt hat er es verkauft. Na gut. Doch, passt doch, ne? Moment. So, jetzt haben wir wieder eine Sortierung drin. Ja, das ist in der Tat schon etwas merkwürdig, dass ich diesen Gegenstand hier habe. Und diese anderen Gegenstände auch noch alle. Aber ich muss nach Free Heaven quasi, weil dort geht's darum, das Quest abzugeben. Und das ist alles, das ist der ganze, ja, das ist hier der ganze. Die ganzen Quests hier. Ja, genau. Dauert jetzt natürlich 5 Tage dahin. Ist die Frage, wenn ich jetzt da drüben noch ein Schiff nehmen könnte, damit schneller hinkäme. Da drüben auf die Insel. Gucken, ob das rüberfährt, auch nach Free Haven. Free Haven. So, und dann habe ich im Prinzip. Na gut, du hast jetzt natürlich keine Lust mehr. Da hinten ist noch ein anderes Schiff. Vielleicht will das mich mitnehmen. Wer weiß, nimmt, wo das hingeht. Willkommen an Bord! Ein Tag bis Schmugglerbucht West. Ho, ho, ho. Okay, gut. Hebt die Planke gut. Und hisst die Segel! Willkommen an Bord! 4 Tage bis Burg Iron Fist. Was soll ich denn in Burg Iron Fist, Mensch? Wäre ich mal gleich rüber, ne? Komm, super. Wäre ich mal gleich rüber geschwommen, ne?
Warte mal. Willst du eine weitere Lektion? Ach, hier kann ich noch nicht mal mehr ausbilden. Da geht es nur bis Level 20. Na gut. Dann muss ich wohl hier nach Free Haven reisen. Oh, ich habe keine. Freut mich, dich zu sehen. Das Beste im Haus. Schön, dass du da bist. Das ist nur die Frage, wer wollte denn das jetzt gerade nochmal, ne? Wer wollte denn das? Oh, latscht mir doch nicht alle immer auf den Füßen rum hier. Welche brauche ich denn noch an Zaubern? Ich brauche doch auch noch ein paar Zauber irgendwo, ne? Wasser, die Magie der Veränderung. Noch irgendein Wasserzauber? Nee, Wasserzauber brauche ich nicht mehr. Sprung. Luft. Die Magie des Fliegens. Fliegen, Implosion. Schade. Feuer hatten wir doch auch vollständig, oder? Ja. Ja, ich brauche eigentlich nur noch das und dann die Geistesdinger, ne? Den Weg, Platz da. So, was haben wir hier noch? Telekinese habe ich schon. Irrsinn heilen. Und Umnachtung. Okay. Durchstreichen. Umnachtung und Irrsinn heilen. Das heißt, es fehlen noch zwei Zauber und dann hätte ich alles, ne? Im Prinzip könnte ich auch noch. Ja, hier kann ich mich. Wie wäre es mit einer Lektion? Okay, okay. 25. Okay. 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 Okay, okay, okay. So. Jetzt hast du 47. Du hast 30. So, 10, 11 und 12. Heißt, 33 Punkte brauchst du für Wassermeister. Mhm. Und du brauchst 33 für den Meister. Und du brauchst... Mhm. 2, 4... aus zwei Hufeisen. Ja, Moment, brauchst du gar nicht, komm. Denn ein Level kriegen wir doch auch jetzt noch gemacht, ne? Wie viel ist denn das noch? 13.000, okay. Es könnte natürlich sein, dass das schwierig wird jetzt, ne?
Weil dazu müsste ich jetzt herausfinden nochmal, wo... Brauchst du ein Pferd? Bis Darkmoor. Wo ich jetzt dieses... Ach, latsch mir doch nicht mal auf den Füßen rum. Wo ich denn dieses Quest herbekommen habe, ne? So. Hier vielleicht? Schön, dass du da bist. Nein. Das ist nix. Hallo, wie geht's? Experte im Fallen schärfen. Moment. Schön, dass du da bist. Schärfen von Fallen geht, ist die Gabe Lester derjenige, der sich an dir wenden muss, wenn du am... er ist derjenige, an den du dich wenden musst, wenn du die allerbesten Tricks kennen willst. Gabe Lester. Ja, super. Mhm. Schön, dass du da bist. Da. Wunderbar, sie ist gar nicht tot. Danke für deine Bemühungen. Ich hoffe, du akzeptierst dieses als Zeichen meiner Dankbarkeit. Jawohl. Okay, mir fehlen 2000. Okay, also es dauert nicht oh, mehr. Oh, hallo. Lang. Schön, dass du da bist. Dann krieg ich wohl die entsprechenden Punkte zusammen. Also ich muss da nur noch einmal noch, oh, wir haben November, einmal noch schlafen quasi oder ausbilden und dann kriege ich das zusammen. So, jetzt die Frage, wo bringe ich jetzt, also ein paar Sachen kann ich ja noch verkaufen hier, ne? Die will ich jetzt auch loswerden, weil die nehmen nämlich sonst nur Platz weg. So. Irgendwo konnte man noch Sachen verkaufen. Ich glaube, ich muss. Was ist denn das? Ich habe doch hier die schon verkauft gehabt, ne? Okay. Also, der ist dort, ne? Da hinten, okay. Und wo ist jetzt die Dame, die nochmal Bernstein haben wollte? Die muss hier irgendwo auch sein, ne? Ach, da ist sie. Okay, gut. Dann habe ich sie doch gefunden. Alles klar. So. Also die eine muss hier unten irgendwo sein. Dann. Was hier? Hallo, wie geht's? Nee, das war sie nicht. Das oh, hier ist hallo! Bernstein. Schön, dass du da bist. So, der gibt mir ordentlich Geld. Und dann haben wir noch hier drüben jemanden, der mir Geld für hallo? Knochen gibt. Wie Nein, geht's? Magnete. Hallo, wie geht's? Sind die Traveler? Hallo, Knochen. Wie geht's?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super, 37.000, hey. Geil, muss ich sagen. Geil, 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 geil. Echt gut, ne? Echt geil, ja. Finde ich echt super. Dann im Prinzip müsste ich jetzt mich aufmachen zu dem. Ach, ist doch wieder Zeit vergangen. Vielleicht ist ja auch noch mal bei der Luftgilde jetzt der Sprung da und bei der anderen der Hirnschlag. So. Dann kann ich nämlich endlich mal aufhören zu suchen hier. Hirnschlag, alles klar. So, damit haben wir den Hirnschlag. Damit haben wir den Hirnschlag, das ist auch eine tolle Aussage. Ja. So, Cobra-Eier geben wir nach Neusorbigal. Tote aufwecken behalten wir auch hierbei. So, und jetzt noch zur Luftgilde. Wo war die? Die war doch hier irgendwie. Das. Luft. Die Magie des Fliegens. Fliegen, Implosion, Sternenfeuer. Da ist Sprung. So. Ja. So. Damit haben wir die jetzt vollständig. Oh, das hat jetzt aber auch gedauert. So. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind. Können wir uns das leisten? Ich glaube, das können wir uns leisten. Wir können uns leisten, jetzt auch noch die Wasserzauber. Wasser, die Magie der Veränderung. Auch noch zu kaufen, sofern er sie hat. Die Eisbombe braucht er nicht. Die ist scheiße. Das Stadtportal. Leuchtfeuer. Moment. Ah ja, Säurestrahl und Eisbombe und dann wäre der eigentlich auch fertig. Wasser, die Magie der Veränderung. Eisbombe 4-7, Säurestrahl. Ja, komm. Dann tun wir mal so, als ob wir Krösus wären. Ich meine, wir haben ja Geld. Okay. So, und jetzt hast du auch das noch. Wunderbar. So gefällt mir das. Ja, latsch mir nicht auf der Fresse rum. Ey, jedes Mal, ne? So. Hier fährt ein Schiff ab. Wo fährst du hin? Willkommen an Bord! Burg Ironfist, jawohl. Die Blanke und hisst die Segel! Wir müssen doch nach Burg Ironfist, denn der November, der Seher sagt mir doch jetzt, was es zu tun gibt. Oh, und ich sollte magische Auge anfangen und ich sehe, ob hier irgendwelche Viecher sind. Ich weiß wieder, warum ich dieses Spiel früher so gern gespielt habe. Ne? Es ist November, der Vergiftungsmonat. Okay. Also, November ist Gift.
Hinweis. Du musst 6 Mitglieder des Hohen Rates in Freehaven zufriedenstellen, um das Orakel besuchen zu dürfen. Jeder Lord wird dir eine Aufgabe stellen, mit der du dir dein Wohlwollen verdienen kannst. Erfülle diese Aufgaben und rede dann mit den Repräsentanten der Lords im Rat. Wenn alle Mitglieder des Hohen Rates ihre Einwilligung gegeben haben, darfst du das Orakel besuchen. Okay. Das heißt aber dann letztendlich auch, dass letztendlich heißt das, dass wir, wie viel waren das? 8? In jedem Ort gibt es bestimmt einen Lord, ne? Also auf Mist gab es einen, in Freehaven gab es einen, in Ironfist gab es einen, ne? Was 8 Lords, ne? Also auf Mist, Freehaven und Ironfist habe ich bisher gesehen, ne? Wenn ich jetzt mir die Karte angucke und das können wir gerne zusammen machen. So. Dann sehen wir, da gibt es noch Castle Stone. Also nicht in Freehaven, sondern in Temper. Ironfist ist eine eigene Castle. Auf Mist ist ein Schlösschen. So, jetzt ist die Frage, ist jetzt in... Muss man mal gucken. Ich nehme mal an, Stone und Darkmoor könnten was sein. 1, 2, 3, 4, 5. Blackshire und Kriegsbeier. So, 3, 4, 5, 6, 7 und einer noch. Und das ist entweder Stromgard, vielleicht aber auch in Silver Cove, vielleicht aber auch ganz oben in Elamos. Aber Elamos klingt mir wie ein Gefängnis, ne? Ach, da hätte ich das Orakel fragen müssen. Der hätte mir das sagen können, wo die Einzelnen sind, ne? Naja. Okay, gut. Machen wir weiter beim Spiel. Aber im Grunde genommen war es das jetzt auch. Wir können jetzt Schluss machen für heute. Ich werde jetzt noch schnell rüber nach, Neusorbigal gehen, um die komischen Eier zu verkaufen. Und das war's dann. Dann komme ich wieder zurück und dann geht's weiter mit den nächsten Erkundungen. Bis denn, sagt der Captain.